spannendes Thema jetzt. Genau über das Geld. Das Erstaunliche daran ist, Sie müssen eines weiteren Studien. Mit lauter kleiner Erzählung. Sie eine Frage von außerordentlichem Gewicht. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Mein heutiger Gast hat alles in seinem Leben gehabt. Starum als Schauspieler, vor allem beliebt in den Edgar Wallace-Verfilmungen. Er hatte die große Samstagabendshow im Fernsehen, die damals wahrscheinlich noch beliebter war als Wetten, dass heute. Und er war 300 Mal mindestens Gastgeber einer Talkshow und hat dieses Genre vor 25 Jahren erst salonfähig gemacht. Das Verrückte ist, das scheint ihn alles nicht satt gemacht zu haben. Denn auch heute noch, mittlerweile 76-jährig, das sage ich jetzt nur, weil man es gleich nicht sieht, ist er immer noch auf der Bühne. Und das als Priester. Herzlich willkommen, Joachim Fuchsberger. Ich erinnere mich an eine Sendung, die ich von Ihnen gesehen habe, wo Sie jemanden mit Rausschmiss bedroht haben, der Ihnen ein Kompliment gemacht hat. Und was wollten Sie jetzt sagen? Ja, ich kann Sie ja nicht hier rausschmeißen, wenn Sie mir ein Kompliment machen. Ich wollte es nur deshalb sagen, weil ich sehe Sie ja immer, Sie machen die Filme über Australien und ja. Sie verändern sich einfach nicht. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich so glücklich verheiratet bin. Seit 50 Jahren. 49. Ja. Jetzt geben Sie mal nicht an. Sie haben doch das nächstes Jahr. Los. Nächstes Jahr feiere ich mit meiner Gundel goldene Hochzeit. Ja. Und ich glaube, dass die 49 Jahre zusammen mit meiner Frau, also mit Konkubinat sind es ja noch sehr viel mehr. Mhm. Ich habe ja schon vor meiner ersten Ehe mit meiner jetzigen Frau eine platonische Beziehung gehabt. War sie platonisch? Die war platonisch, ja, weil sie großen Wert darauf legte. Und das war vielleicht auch der Grund, dass ich mich dann hinterher so ungeheuer bemühen musste, es dann doch noch in eine andere Beziehung überzuleiten. Aber mein ganzes Leben lang war ich erfüllt von dieser Harmonie mit einem anderen Menschen. Mhm. Ich war ein Leben lang unter ihrer Fuchtel. Mhm. Was auch bedeutet, dass sie meine schärfste Kritikerin war, aber auch meine beste Ratgeberin. Sie hat auch die Geschäfte zu einem Teil gemacht, ja. Also als Managerin. Ja. Ich habe ihr am Tag unserer Ehe gesagt, ich glaube, ich kann ein ganzes Leben lang ganz gut Geld verdienen, aber sollten wir irgendwann mal keins mehr haben, ist es definitiv deine Schuld. Und das hat prima funktioniert. Ja, sie hat solche Angst, dass sie... Sie sagt, das war gemein, aber gut. Es hat geklappt. Jedenfalls bis jetzt, wo sie noch keinen großen Fehler in der Karriere gemacht hat. Jugendsünden, mit denen wollen wir mal anfangen. Die Jugendsünden, die wir hören können, wollen wir gleich mal einleiten. Das ist etwas, was ich von Ihnen nicht wusste und was ein großer Erfolg gewesen ist. Wir spielen es mal vor. Was ich dir sagen will. Das ist... Oh ja, aber das war keine Sünde. Ich finde, das ist eine Sünde, weil Sie damals schon 13 Jahre erfolgreich waren als Schauspieler und Sie haben trotzdem Schlager getextet, hier für Udo Jürgens, sehr erfolgreich, aber so, dass man sich fragt, warum haben Sie das gemacht? Wenn man Ihnen keine Komplimente machen darf, darf man Ihnen widersprechen? Ja, unbedingt. Was ich dir sagen will, ist in meinen Augen kein Schlager, ist ein Lied. Okay, was ist da, der Unterschied? Ein bisschen höher angesiedelt als Lied und entstanden ist es dadurch, dass ich in frühen Jahren, als ich noch Sünden begangen habe, mein Geld mit Übersetzungen amerikanischer Schlager, leichter Musik verdient habe, und zwar nicht wenig. Mhm. Ich habe von Poinciana über Wheel of Fortune oder How Deep Is the Ocean so ziemlich alles übersetzt und teilweise auch neu getextet. Und das blieb bei vielen Interpreten im Gedächtnis. Und ich habe nie getextet, ohne zu wissen, für wen. Ich habe sie für Juliette Gréco und für Adamo und für viele und die Heidi Brühl. Und aber zu diesem Zeitpunkt, das war jetzt 69, als dieses Udo Jürgens, so, der immer selber für sich geschrieben aber hat. Aber vorher haben Sie doch lange nicht getextet. Richtig. Er hat sie also wieder ausgegraben als Texter. Er kam mit Hans R. Beierlein zusammen, der damals sein engster Berater war, und sagte, wir suchen neue Texte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll es denn sein? Mhm. Und der Udo sagte, ich sitze manchmal vor einem Blatt Papier und mir fällt verdammt nochmal nichts mehr ein. Mhm. Und dabei habe ich doch so viel zu sagen. Ich habe gesagt, das ist der Text. Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Ich sitze vor einem leeren Papier, mir fehlen die Worte. Ich habe gesagt, das ist das Lied. Und so fing das an. Also mit anderen Worten, er hat Ihnen den Text gesagt. Was ich dir sagen will, fällt mir so schwer. Das Blatt Papier vor mir bleibt weiß und leer. Und er hat mich zum zweiten Mal auf etwas aufmerksam gemacht, was hochinteressant war. Kein Mensch weiß, was ich meine, wenn ich sage, der Udo Jürgens war der einzige E-Singer,
den ich in meinem Leben kennengelernt habe. I wie Ida. I wie Ida, weil das quetscht normalerweise. Und jeder Sänger wird sagen, ich brauche offene. Also meine erste Frau, Gitta Lind, für die ich geschrieben habe. Ja. Blumen für die Dame. Ja. Das habe ich geschrieben, weil sie immer sagte, ich kriege keine guten Texte, mit denen ich zeigen kann, dass ich einen Umfang von 4 Oktaven habe. Und was ist ein I-Sänger? Das ist einer, der sich beschränkt? Merci, Chérie. Nein, er kann es eben einfach, er kriegt es raus. Er kann damit noch phrasieren, er hat damit immer noch eine Möglichkeit zu gestalten. Mhm. Merci, Chérie. Oder 17 Jahre. Sagen Sie nur eines, also das war ja ein Verdacht, den man haben kann. Dieses Lied kam zu einer Zeit, wo Sie unglaublich erfolgreich waren in dieser Edgar Wallace-Verfilmung. Und obwohl das jetzt 30 Jahre her ist, assoziiert man sie immer noch mit dieser Rolle, Scotland Yard in diesen Filmen, der Inspektor. Haben Sie das, es könnte ja auch sein, es hätte sein können, dass es Ihnen zu der Zeit schon auf die Nerven gegangen ist und Sie gedacht haben, was? Ich starte eine zweite Karriere, ich mache wieder was ganz anderes, ich möchte nicht mehr nur der Inspektor sein. Nee, ich war immer bemüht, so viel wie möglich zu machen, um nicht abzuflachen, weil ich war immer neugierig und ich wollte immer sagen, also gut, ich weiß ja, das kann ich. Aber gibt es denn irgendwas, wo ich ein bisschen Schiss habe davor, das nochmal anzufangen? Das war immer meine Motivation für neue Dinge. Wenn Sie etwa vor einer Sache Schiss hatten, war das gut und Sie haben sie gemacht? Ja, das hat mich, weil ich gesagt habe, warum habe ich eigentlich... Wovor haben Sie heute Schiss? Ich hatte ein bisschen Schiss vor Ihnen. Ist nicht wahr? Ja, doch, weil ich doch immer gesehen habe, wie die Kerle hier sitzen. Die sitzen ja vor Ihnen meistens wie die Kaninchen vor der Schlange. Und dann haben Sie noch etwas an sich. Alle bemühen sich besonders, sich gut zu benehmen, wenn sie hier bei Ihnen sind. Aber das würde ich doch hoffen. Na ja, aber... Das haben Sie doch auch gemacht. Ich meine, Sie war 300 Mal als Gastgeber einer Talkshow. Die Menschen haben sich doch gut benommen. Da muss ich richtig überlegen, ob da eine... Nein, das waren schon ein paar dabei, die mir Höllenangst eingejagt haben, dass es daneben geht. Also so wie mein Freund Klaus Kinski zum Beispiel, wenn der bei mir in der Show war und man wusste nie, explodiert das Studio jetzt im nächsten Moment, explodiert er. Der war ja unberechenbar. Er war wie ein großes Kind, ein geniales großes Kind. Und ich habe so viel mit ihm zusammen erlebt, ob in London. Sind Sie interessiert an solchen Geschichten? Unbedingt, vor allem an einer Nachfrage zu Klaus Kinski. Ja. Hätten Sie einer Kollegin empfohlen, Interviews mit ihm zu machen? Oder funktionierte das mit Ihnen beiden so gut, weil ich hätte vom Mann zu Menschen Mann nicht empfohlen? Doch, jedem Menschen empfohlen, sich mit ihm anders zu beschäftigen, als die meisten dachten, sie müssten es. Weil Klaus war, abgesehen davon, dass er hochintelligent war, natürlich ein Schauspieler und ein Schminkkamel. Und wenn er gemerkt hat, dass jemand darauf gewartet hat, dass er sich daneben benimmt, dann hat er das abgeliefert und zwar in Perfektion. Mhm. So wie zum Beispiel in einem Londoner Restaurant. Er wollte immer, wenn ich unterwegs war, wollte er immer mit. Mhm. Und ich habe ihn zu einem Essen eingeladen in einem Restaurant und das war gedeckt und er sah den Suppenlöffel, nahm ihn und schmiss ihn auf den Boden und sagte, I don't eat soup. Der Kellner hat den nächsten Löffel gebracht, dann nahm er den Löffel, er schmiss ihn wieder hin. Und er sagt, I don't eat soup. Und dann brachte der den dritten Löffel. Und Klaus griff danach und ich griff nach seiner Hand. Und er sagt, Klaus, wenn du diesen Löffel schmeißt, dann kriegst du von mir hier eine gescheuert am Tisch. Daraufhin lachte er und ich habe zu dem Ober gesagt, would you please serve this gentleman a soup right away? He loves soups. He loves soups. Und der hat gelacht und hat ihm eine Suppe hingestellt und Klaus hat sie gelöffelt. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie über die Jahre hinweg so etwas entwickelt haben, weil immer dieselben Fragen an jemanden wie Sie gerichtet werden und Sie dann möglicherweise aus der Rolle, die man Ihnen jetzt überstülpen möchte, ausbrechen? Oder sind Sie ganz zahm als Talkgast? Nein, ich bin nie ganz zahm. Es kommt darauf an, wie das Gespräch verläuft. Mhm. Wenn man mir auf die Füße tritt, trete ich empfindlich zurück. Mhm. Wenn mir versucht, einer am Zeug zu flicken, flicke ich auch. Es kommt darauf an, es ist Il est temps que fait la musique. Tut das noch jemand? Ich habe mich nämlich erinnert, also zu der Zeit, wo Sie mit der Talkshow aufgehört haben, standen Sie ja sehr in der Kritik. Man hat gesagt, Sie haben den Respekt vor Ihren Gästen verloren. Sie haben diese arme Frau beleidigt, da wurde ein Polaroid-Foto von ihr gemacht. Dachte und sie sagte, man. Es gefällt mir nicht. Und dann haben Sie gesagt, ja, haben Sie schon mal in den Spiegel geguckt? Man hat das ausgelegt als Beleidigung. Da fehlt ein Satz. Ich habe gesagt, Sie sind doch wirklich hübsch. Dann hat sie gesagt, nein, ich finde es entsetzlich. Und dann habe ich gesagt, na, dann schauen Sie doch mal in den Spiegel. Jedenfalls zu der Zeit hat man Ihnen ans Zeug geflickt und Sie waren ein bissiger Interviewpartner, das habe ich gelesen. Mhm. Aber das sind doch Tempi Passati, das macht doch keiner mehr, oder? Ja, nun kommt also die Altersgüte hinzu. Und die Sie? Oh ja, ich bin wesentlich ruhiger, wesentlich nachsichtiger geworden, sagt sogar meine Frau und die lobt mich selten. aber das ist doch klar, ich meine, wenn man so viel erlebt hat wie ich,
fängt man an, die Dinge auch ein bisschen anders zu werten und zu gewichten. Sie haben auch mal gesagt, Sie hätten mal gehofft, dass Sie eben im Alter toleranter werden und stellen fest, Sie werden intoleranter. So ist es. Also das hängt aber wahrscheinlich damit Nachsicht zusammen, und Intoleranz, ne? Frau Maischberger, dass sich die Zeiten so wahnsinnig schnell ändern. Wir haben gestern hier in Berlin den 50. Geburtstag von UNICEF gefeiert und da war eines der wichtigsten Themen überhaupt, wieso bleibt das Elend in der Welt unverändert groß, obwohl viele Organisationen wie UNICEF versuchen, mit allen Mitteln dagegen anzugehen. Das ist eine Reproduktion, eine Weiterverbreitung von Unglück. Und die Zeiten ändern sich in allen möglichen Richtungen, sodass man selber gezwungen ist, obwohl man denkt, man hat irgendwo seinen Hafen erreicht, merkt man, dass auch in diesem Hafen plötzlich die Wellen hochschlagen und man muss ein anderes, ruhiges Gewässer suchen. Das ist auch zum Beispiel, warum ich auf die Bühne zurückgekehrt bin. Das, weil Sie ein ruhiges Gewässer gesucht haben? Sicher nicht. Sie, also nach der alten Definition, die Sie mir gerade gesagt haben, sind Sie auf die Bühne gegangen, weil Sie davor Schiss hatten. Weil ich ein Gewässer gesucht habe, in dem ich mich wohlfühle. Es muss nicht unbedingt ruhig sein, aber ich muss mich wohlfühlen. Und da habe ich durch Helmut Fuschel, den Regisseur, plötzlich ein Stück in der Hand gehabt, das die Summe aller Gedanken war, die ich mein Leben lang mir gemacht habe über das Thema Kirche. Das Thema Kirche, ja. Das Stück heißt Der Priestermacher. Ja. Es ist schwierig, über Theaterstücke zu reden, weil das Publikum sie häufig nicht gesehen hat. Aber ja, wir sind ja in der glücklichen Lage. Zumindest einen klitzekleinen Ausstieg. Es ist nicht perfekt. Es gibt ja gar keinen. Doch, es gibt einen. Wir haben einen. Wir zeigen den jetzt mal. Ah, von der ersten Produktion. Joachim, ja. Karl Fuchsberger in seiner Glanzrolle als Priester. Zum Schluss unseres heutigen Gottesdienstes wollen wir nun auch unsere Gespräche über die drei wichtigen K zu einem guten Ende bringen. Für alle, die heute zum ersten Mal in unserer Franziskuskirche sind, diese drei wichtigen K bedeuten katholische Kirche in der Krise. Sie haben gerade gesagt, Sie kriegen Gänsehaut. Warum? Ja. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an das Stück denke, wie es zustande kam, was wir daraus gemacht haben und was aus dem Stück in der Zwischenzeit geworden ist. Wir haben 140 Vorstellungen jetzt hinter uns mit 140 Standing Ovations und das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Die Leute das sagen am Ende des Stückes manchmal Amen, weil sie so überzeugend sind als Priester. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie das Gleiche empfinden wie ich. Nämlich? Dass es da um Themen geht, die keinen unberührt lassen, ob er sagt, ich bin gläubig oder nicht, ich bin ein Kirchgänger oder nicht. Es geht jedem unter die Haut, weil jeder ganz allein tief in sich drin den Respekt vor dem Glauben hat, den Respekt vor dem Tod, vor dem, was kommt, ob danach, nach dem Leben etwas kommt, ob es einen Gott gibt und ob das, was die Religion ihm gelehrt hat, vereinbar ist mit den Dogmen einer Institution, die immer mehr unglaubwürdig wird, wenn sie auf ihren Dogmen besteht. Ralf Bauer spielt den jungen Mann, der Priester werden soll. Ja. Sie sind derjenige, der ihn im Prinzip einführt und Sie führen ihn aber auf eine sehr abgeklärte und schon resignierte Art und Weise dieser Kirche. Er ist ein angepasster, abgeschliffener, rotweintrinkender alter Priester, der alte Mann. Ganz recht. Und hat seinen Frieden mit der Institution und vor allen Dingen mit seiner Gemeinde gemacht. Ja. Und lässt sich verwöhnen von der Gemeinde. Und dann kommt ein junger Mann, der ihn aus Gründen der Intrige von einem Monsignore auf den Hals gehetzt wird, denn es ist ein Rebell. Mhm. Und die sagen, so ein Abgeschliffener, der kann den auch schleifen. Was hat es mit Ihnen gemacht? Also weil Sie gesagt haben, selbst die nicht gläubig sind oder die mit dem Glauben nichts zu tun haben, wenn ich Sie richtig gelesen habe, in der Vergangenheit waren Sie mit der Kirche fertig. Mhm. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich bin es auch heute noch. Aha. Ich habe nur ich habe gesagt, ein wirklicher Atheist ist nicht lebensfähig. Einer, der an nichts glauben kann, kann meines Erachtens nicht leben. Ein Atheist glaubt ja nur nicht an Gott. Es kommt darauf an welchen. Aha. Den Gott, der gemalt ist, der einen langen Bart hat, der auf Wolke 9 sitzt, den gibt es für mich nicht. Aha. Der Gott, von dem ich denke, dass die Menschen reden und den sie anerkennen, das ist der Gott, den man in sich haben muss. Und ich sage immer, für mich gilt,
ich versuche wenigstens, mich zu Lebzeiten so zu verhalten, dass wenn es ein jüngstes Gericht gibt, dass ich halbwegs da bestehen kann, weil ich davon ausgehe, dass ich keine zweite Chance bekomme. Alles, was ich an bösen Dingen getan habe, irgendwann gut. Und ich glaube schon gar nicht daran, dass ich es durch irgendein Gebet oder irgendeine Form von Ablass von meiner Seele waschen kann. Ich bin jetzt verantwortlich. Und das ist etwas, was ich glaube, den Menschen heute verloren gegangen ist. Und sie sind auf der Suche nach etwas, woran sie sich festhalten können. Wir sind alle wie Kinder, die ein bisschen Angst kriegen, weil sie im dunklen Wald plötzlich nicht mehr wissen, wo es nach Hause geht. Es bleibt zu klären, warum Sie dieses Stück gerade jetzt in der Phase Ihres Lebens gefunden haben und für sich wieder entdeckt haben. Ich möchte das gerne klären, aber wir machen erst eine Pause. Wir müssen Geld verdienen. Ja, wir müssen Geld, also ja, ich ganz besonders. Nein, der Sender muss Geld verdienen und macht das jetzt mit Werbung, aber auch Nachrichten sind zu sehen. Bleiben Sie bei uns.
Das Erstaunliche daran ist, mit dem eines weiteren Streits... Lauter kleine Erzählungen. Das ist eine Frage von außerordentlich. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Er heißt Joachim Karl. Aber die meisten kennen ihn als Blackie Fuchsberger und ich habe nirgendwo einen Hinweis gefunden, warum. Ich will es Ihnen auch nicht erzählen, weil dann ist die schöne Sendezeit im Eimer, weil die Geschichte, wenn sie Sinn machen soll. Also ich kenne drei Versionen. Soll ich mal sagen, woher man mir gesagt hat, es käme? Ja. Erstens Whisky-Marke. Zweitens in Bayern CSU-Fan. Drittens, der war mal in der Zeche. Und hat in der Zeche gearbeitet, als Braunkohle-Kumpel, irgendwie sowas in der Art, und daher kommt das. Nicht noch. Braunkohle, sondern richtig Schwarzkohle 1200 Meter unter Tag im Streb. Und das, da kommt's her? Das war, nein, überhaupt nicht. Nur der Whisky, der stimmt so ein bisschen, der gehört in die Geschichte rein. Ich habe diesen Namen zweimal völlig unabhängig voneinander bekommen. Also scheint er zu mir zu gehören, obwohl ich es lange Zeit gar nicht mochte. Es war ein Versprecher. Ich gehörte im Krieg zu einer Einheit, in der wir amerikanische Uniformen hatten, Decknamen. Wir sollten also bestimmte Kommandos durchführen. Ich war Fallschirmjäger im Krieg. Und dort war mein Deckname Jack Connolly und man nannte mich Jackie. Und das war der Beginn der Geschichte. Und ein Mädchen irgendwann hat unter Einfluss einer bestimmten Whisky-Marke irgendwann, als ich nach Hause wollte, wollte sie sagen, Jackie, bleib noch ein bisschen. Und sie sagt, Blackie Jibe. Und da hieß ich in diesem Kreis in Düsseldorf zum ersten Mal Blackie. Und das hat sich dann fortgesetzt und nochmal wiederholt. Ja, aber was, alleine schon in diesem kurzen Minute Anfang, was da schon wieder durchschimmert, also einmal die Kriegsgeschichte, Fallschirmjäger, das mit der Zeche stimmt ja tatsächlich, sie waren ein Jahr lang unter Tage, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr lang. Nein, ein bisschen weniger als ein Jahr lang. Aber das war, um früher aus Kriegsgefangenschaft entlassen zu werden. Ich war einer der ganz wenigen, der drei verschiedene Gewahrsam-Nationen hinter sich bringen musste. Ich geriet zuerst in russische Gefangenschaft, wurde aus fantastischen Gründen von den Russen an die Amerikaner übergeben, weil es eine Zeit lang gab, was in der Geschichte kaum noch einer weiß, dass eine Zeit lang die Amerikaner mit den geschlagenen Deutschen weiter Krieg führen wollten gegen die Russen. Mhm. Und die Amerikaner haben ein Angebot gemacht, dass sie bestimmte Spezialtruppen von den Russen haben wollten. Und die Russen hatten nach dem Krieg das große Problem des Nachschubs, weil die eine andere Spurbreite hatten. Also haben die ausgetauscht, Pioniereinheiten gegen Fallschirmjäger oder andere nahkampferprobte Truppen. Und da war ich da. Aber am Ende waren Sie doch bei den Briten. Und das Ganze, ich war zuerst in Bad Kleinen auf diesem Bahnhof, wo der Terrorist erschossen wurde. Ja, oder sich selber gerichtet hat. Darüber gehen ja die Meinungen noch auseinander. Mhm. Und dann wurde ich in britische Gefangenschaft entlassen und landete im Raum Malente, Kremsmühlen in Schleswig-Holstein. Das war damals das größte Gefangenenlager in Deutschland mit mehreren Hunderttausend, die dort oben auf der Spitze eben einfach von der See umgeben nicht abhauen konnten. Und da wurden die Jüngeren, ich war damals gerade 18, wurden aufgefordert, sich entweder in die Landwirtschaft als Bauern zu melden oder ins Bergwerk. Da ich damals aber noch in Düsseldorf lebte, habe ich gesagt, in der Nähe von Düsseldorf sind Bergwerke, also melde ich mich dahin. Und so wurde ich ja quasi dienstverpflichtet und hatte eine unbeschreiblich gute Erfahrung. Man hat gesagt, wenn ihr eine Schicht arbeitet, kriegt ihr eine 24-Hour-Ration. Das war so ein kleines Paket. Mit Essen. Ja, nicht nur Essen, das waren auch hygienische Artikel drin und eine Zigarette. Und für die zweite Schicht ein Care-Paket. Und damit konnte ich mich fabelhaft auf dem schwarzen Markt ernähren, weil die kleine Portion habe ich pro Tag gefuttert und die große habe ich auf dem Schwarzmarkt verscherbt. Black Mart, damit hätten wir jetzt noch eine Definition für Blackie. Für Black. Aber Sie gehören zu der Generation oder jedenfalls zu denen, die in der Generation danach dann gesagt haben, Politik, überhaupt kein Betätigungsfeld, für mich will ich nichts von wissen, ist das so? Sehr richtig. Naja, weil Sie nachher ja dann schon in den Laufe der Jahre, zuletzt, ich glaube im Stoiber-Wahlkampf, immerhin sich Köpfe für Stoiber nochmal politisch positioniert haben. Mhm. Also gleichwohl, es war in der Talkshow nie ein Thema. Also Sie haben sich ein Leben lang im Prinzip daran gehalten. Und warum haben Sie dann eine Ausnahme gemacht? Weil ich durch die Ereignisse und durch die Situation in unserem Land sehr scharf überlegt habe, in welche Richtung geht denn das bei uns? Und das Ergebnis war die Erkenntnis, dass das S ebenso wenig Berechtigung hat in vielen Fällen wie das C.
Das Soziale wie das Christliche. Wie das Christliche. Ein guter Grundstolper zu unterstützen, wie ich finde. Ja, ich habe gesagt, aber die Richtung allgemein, es ist eben einfach die Überzeichnung der sozialen Komponente, dass ich immer gesagt habe, und ich habe ja schon in Russland gesehen, oder andersrum formuliert, alle Ismen sind fabelhafte Ideen, aber sie funktionieren nicht. Der Sozialismus, der Kommunismus, der Buddhismus, alle Ismen sind wunderbare Ideen, aber in Wirklichkeit sind sie gegen die Interessen der Menschen. Aber Schröder macht ja nicht Sozialismus. Nein, aber die, auf die er sehr hört, und das Paradebeispiel haben wir gerade erlebt, dass eine Gewerkschaft versucht hat, gegen jede menschliche Vernunft Menschen davon abzuhalten, arbeiten zu wollen, und setzen darüber, dass die soziale Gerechtigkeit, das hatte damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ist das noch ein? Und ich bin froh, dass Sie eine auf die Nuss gekriegt haben. Das war deutlich. So viel zum unpolitischen Herrn Fuchsberger. Sagen Sie, im Elternhaus, der Vater war, glaube ich, jemand, der sich aus sehr kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hat. Also dieser. Mein Vater war Buchdrucker. Ja. Wurde im Ersten Weltkrieg schwer verletzt, konnte diesen Beruf nicht mehr ausführen und wurde dadurch Maschinensetzer und landete letzten Endes bei einer großen amerikanischen Firma als Vertreter bei Linotype. Ist das auch so ein Lebenslauf wie der Ihre? Ja. So ein bisschen, ja. So, weil Ihr Vater soll ihm mal gesagt haben, und das haben Sie sich gemerkt und auch zitiert, wenn du irgendwo ankommen willst, musst du den Entschluss fassen, irgendwo hinzuwollen. Richtig. So, und jetzt kommen wir doch zum Knackpunkt. Bei Ihnen bin ich einfach überhaupt nicht aus den Fakten, die man sieht, sicher, ob Sie genau wussten, wo Sie ankommen wollen, weil die Berufe, alles, was man, also Bergmann, Monteur, Rundfunksprecher, Conferencier, Schlagertexter, Schauspieler, Showquiz, Talkmaster, Reisejournalist heute. Die Länder, sie pendeln zwischen dem Kontinent Australien und Europa. Also immer die Hälfte des Jahres sind sie dort. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie genau wissen oder jedenfalls für sich festgelegt haben, da will ich mal hin. Ich werde das immer wieder gefragt heute von jungen Leuten. Ja. Nicht, nein, nein, ich habe die Augen zum Himmel zu drehen. Nein, 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 nein. Wie kommt das? Und ich kann immer nur die gleiche Antwort geben, als es für mich darum ging, irgendeine Richtung zu finden. Das war eine Zeit, in der man sich hinwenden wollte, konnte, drehen, was immer man wollte. Man war überall willkommen, man war überall gebraucht. Jeder hat gesagt, du, wenn du willst, dann mach's doch. Heute kommen viele junge Leute mit vielen Abschlüssen, sind graduiert, haben eine Universität hinter sich. Und wenn sie Pech haben, landen sie hinter dem Steuerrad eines Taxi. Und sie werden nicht gebraucht und sie werden abgelehnt. Und nur wer irrsinniges Glück hat, findet dann auch etwas Adäquates. Wir konnten machen und tun und lassen, was wir wollten. Es aber lag es hat, an uns selbst. Ja, aber es haben nicht viele gemacht. Und da kommen wir doch nochmal auf Ihre Persönlichkeitsstruktur hin. Also warum ausgerechnet Sie, warum ausgerechnet diese Palette? Ist es so, dass, also ist es eine Rastlosigkeit? Ist es der Drang danach, dass man 300% Leben haben möchte, wenn man schon nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt? Und das habe ich ja vorher so verstanden. Verehrte Frau Maischberger, man wird doch immer gefragt, was willst du denn mal werden oder was wollen Sie werden? Was wollten Sie mal werden? Als es bei mir anfing, dass man mich gefragt hat, was möchtest du werden, kann ich mich erinnern, habe ich immer nur ein einziges Wort gesagt. Ich habe immer gesagt, unabhängig. Ich konnte nie ertragen, dass mir einer sagt, was ich tun darf. Oder was ich tun muss. Ja, was ich tun darf, das hat mir schon gefallen, was ich tun muss nicht. Und das fing schon mit 10 Jahren an. Ich war ja in der Nazi-Zeit groß geworden und unterlag den Gesetzen, dass ich mit 10 Jahren bereits organisiert war. Und da musste ich vor einem Vollidioten aus der gleichen Straße, der gleichaltrig war, musste ich mich in den Dreck legen, wenn der gesagt hat, hinlegen und auf Marsch, Marsch. Nur weil der ein rot-weißes Schnürchen hatte oder sogar schon ein grünes oder irgend sowas. Und da fing schon meine absolute Abneigung gegen jegliche Art von Obrigkeit an. Sofern sie mir permanent eintrichtern wollte, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist bis heute geblieben. Ich verstehe das. Diese Unabhängigkeit, dieser Drang, unabhängig zu sein, das ist für mich das. Das Schlimmste wäre heute auf Ihre Frage für ihn, wieso arbeitet der alte Sack immer noch? Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber, weil unabhängig, so unabhängig sind Sie ja lange schon. Eben. Und das möchte ich auch bleiben. Diese Unabhängigkeit heute, dass ich tun und lassen kann, was ich will, dass ich sage, und ich gehe jetzt auf die Bühne und ich mache das jetzt. Wo andere gesagt bekommen, die viel jünger sind, du darfst nicht mehr. Es gibt Vorstandsbeschlüsse in riesigen Industrieunternehmen, wo die erfahrensten Leute
die an dem Aufbau eines großen Werkes mitgearbeitet haben, plötzlich vor der Tür stehen und sagen, ich darf nicht mehr. Das wäre für mich das Schlimmste. Die Triebfeder habe ich jetzt verstanden. Und dann kommt noch eine zweite Komponente dazu und das ist der Treibstoff. Ihnen scheint die Energie nicht auszugehen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie einen Überschuss haben an Energie? Ich sehe Sie die ganze Zeit auch. Also Sie sind noch viel, also bei mir ist es unten, die Füße sind in Bewegung, bei Ihnen ist es alles, der ganze Körper, das Gesicht, die Hände, aber Sie sind jedenfalls... Wenn Sie meine Füße sehen würden, sind das auch... Ich höre Sie manchmal jetzt. Also Sie haben, haben Sie ein bisschen zu viel Energie, kann das sein? Also ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion, ja. Nein, das meinte ich nicht. Als ich meine Talkshows gemacht habe, hatte ich eine besondere Matte unter meinen Füßen, weil mein Toningenieur hat gesagt, hier kommt dein Trampelpfad. Jetzt kannst du trampeln, ohne die ganze Sendung zu machen. Also Sie haben ein bisschen viel Energie. Kaputt zu machen. Ich bin ein rastloser Mensch, ja. Ich schlafe sehr wenig, leide aber nicht unter Schlaflosigkeit. Aber es ist bei mir sehr viel, wenn ich auf 3 Stunden Schlaf komme pro Tag. Aber das, seit ich denken kann. Wie geht jemand, der dem Unabhängigkeit wichtig ist, der sehr viel Energie hat, die er irgendwie kanalisieren muss mit Situationen um, wo er nicht Herr des Verfahrens ist. Also eigene Krankheit. Sie hatten eine schwere Krise, kann man glaube ich so sagen, mit dem Herzen. Mhm. Das war, wenn ich das richtig sehe, jedenfalls von den Zahlen her, genau auch die Zeit, wo Sie dieses Thema, dieses Glaubensthema entdeckt haben. Gibt es da Zusammenhang? Das Glaubensthema fing viel früher an, das war im Krieg. Ich konnte nicht damit fertig werden, dass wir, wenn wir in die Schlacht gezogen sind, dass wir einen Feldgottesdienst hatten, bei dem wir auf Gott quasi vereidigt wurden. Und ich wusste, auf der anderen Seite drüben geschieht genau das Gleiche. Es muss also einen Gott geben, der uns zum Töten segnet und die anderen auch. Aber Sie dann habe ich jetzt gesagt, was macht man mit dem? Aber Sie haben ja jetzt das Motiv im Prinzip aufgegriffen wieder, also das Thema. Also das hat damit nichts zu tun, mit dieser Situation. Aber wie gehen Sie mit solchen Situationen um, wo Sie nicht Herr des Verfahrens sind? Da frage ich meine Frau. Was machen Sie, wenn, das ist gerade das Letzte, was ich gelesen habe. Ich meine das habe. Ganz ernst. Wenn ich Angst kriege, das kann passieren. Ich weiß, was Angst ist. Wenn ich nicht mehr weiß, was soll ich da tun, dann weiß ich, es gibt einen Berater und das ist meine Frau. Und dann frage ich sie. Und die ist so, das ist eine Hexe, die hat Witchcraft. Die sagt mir, was ich tun soll. Und manchmal bin ich empört und sage, aber wie kannst du? Und sie hat immer recht. Und da, wo ich mich gegen sie gewehrt habe, 2 oder 3 Mal, bin ich empfindlich auf die Schnauze gefallen. Ab da, wenn man nicht auf seine Frau hört, ist es eine Frage der Intelligenz. Das ist das eine. Die zweite Situation ist die Krankheit des Sohnes, der gerade jetzt wirklich sehr krank war. Ja. Das muss für Sie doch wahnsinnig schwer sein. Gerade für jemanden, der wirklich alles irgendwie versucht hat, zu bestimmen oder etwas zu formen. Und der dann merkt, wie hilflos man ist, wenn jemand da wirklich liegt und man weiß keinen Rat mehr. Und die Doktoren zucken mit den Schultern und schütteln die Köpfe und sagen, wir müssen gestehen, dass es auch für uns Situationen gibt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und es hat lange gedauert, bis er in den denkbar besten Händen gelandet ist und seit wenigen Tagen geht es aufwärts. Aber wie gehen Sie mit dieser Situation für sich um? Man muss damit fertig werden. Man muss damit fertig werden. Und wiederum, bei allem, was Sie wissen und was wir angesprochen haben, es war so, dass ich auf der Bühne oben stand, die Szene, die Sie vorhin gesehen haben, da stehe ich auf der Kanzel. Und bevor der Vorhang aufging, ertönt diese Orgelmusik, die mein Sohn geschrieben hat. Und ich stand dort oben und habe gesagt, vielleicht hilft es, lieber Gott, hilf meinem Sohn. Das wäre allerdings... Und ich denke auch viele im Schützengraben damals, die gesagt haben, ich glaube nicht, die dann doch irgendetwas in sich spüren und sagen, es muss etwas geben, was mir Kraft gibt und was mir hilft. Dann würde sich der Kreis jetzt schließen, wenn es so wäre. Und dann verstehe ich auch, warum Sie sagen, dass diese Rolle für Sie eine Traumrolle ist. Ja. Anders wären Sie wahrscheinlich da nicht hingekommen. Und was für mich sensationell ist, ist, sie ist 75 geschrieben worden von einem damals 25-jährigen Amerikaner. Das sind also lauter Widersprüche in sich. Weil jeder Mensch weiß, dass die Religion oder die Fragen des Glaubens in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert haben als in Amerika. Niemand in Amerika käme auf die Idee, für den Glauben an die Kirche Steuern zu zahlen. Die würden sich schieflachen darüber. Und er hat es geschrieben für Jack Lemmon, der einen großen Film daraus gemacht hat.
Und ich habe es jetzt erst eben vor 4 Jahren in die Hand bekommen. Sie haben es übersetzt auch. Also Sie haben die deutsche Textfassung. Ich habe es adaptiert. Ja, ich habe wusste vor allen Dingen. Ja. Das ist immer ein großer Erfolg. Ich habe Sie aber vorher gefragt, ob ich das darf. Ich musste die Predigten neu schreiben. Ja. Aber Sie werden jetzt nicht, um die Entwicklung weitergedacht, irgendwann mal dann doch nochmal dahin kommen, dass Sie dann doch anfangen, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Was glauben Sie? Nein, das glaube ich nicht. Nein, da bin ich überzeugt. Deswegen sage ich ja, ich muss meinen Frieden mit mir und meiner Umgebung und der Umwelt und mit allen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, denen ich was Gutes und denen ich was Böses getan habe, ich muss mit denen fertig werden, solange ich hier bin. Danach habe ich keine Möglichkeit mehr. Ich sehe keinen Trost in der Tatsache, dass jemand irgendwann vor meinem Grab steht und sagt, ganz nett war er, aber der hat noch einiges da abzufrühstücken. So, nein, ich frühstücke vorher. Und ich hoffe, dass Sie noch ein paar Sachen haben, vor denen Sie Schiss haben, weil das ist die Garantie, das habe ich jetzt heute gelernt, dass Sie die machen werden. Das ist ein schöner Wunsch, dafür danke ich Ihnen. Das haben Sie mir vorhin so erzählt. Oder ist das falsch? Nein, das ist wunderbar. Ich brauche die Herausforderung und ich bin dankbar für jeden Augenblick, wo ich, ja, die Gunst des Publikums, ich halte sehr viel davon und ich genieße es, dass ich im hohen Alter sehe, dass ich Menschen mit dem, was ich tun darf, etwas geben kann. Dass es nicht einfach so ist, naja, wir haben unseren Eintritt bezahlt, jetzt gehen wir nach Hause, trinken noch einen und damit hat sich's. Wissen Sie, wenn ich hätte beinahe ein furchtbares Wort gesagt, Sie kennen es, Sie sprechen sehr gut Englisch, wenn abgezockte Journalisten kommen und sagen, ich war gestern Abend in Ihrer Vorstellung und ich konnte nicht nach Hause gehen. Ich bin noch eine Stunde in der Stadt um den Block gelaufen und habe mich mit diesen Gedanken beschäftigt. Dann bin ich sehr stolz. Und ich bin froh, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank für dieses Gespräch, das leider schon zu Ende ist. Blackie Fuchsbeiner, vielen Dank. Danke Ihnen. So, das war's für heute. Auch morgen gibt es eine Sendung. Ihnen noch einen schönen Abend.